Junge, Alter, dein glückliches Gesicht. Guten Morgen, Jungs. Mal, dich will ich gar nicht fragen, wie du geschlafen hast, Alter. Ist egal. Du hast geschnarcht, als es keinen Morgen mehr gäbe. Jupp. Alter, das blühende Leben, ey. Gut. Was ist eigentlich mit Oskar los? Pennt er noch, oder wie? Boah, Oskar. Ist halt aufzustehen. Ja, wo ist er denn hin? Oskar! Oh Gott, ey. Oh. Ey, wir hatten ja gestern schon so paranormale Aktivitäten in der Bude, deswegen war das jetzt gerade so ein Okay-Moment. Props einmal an uns selber hier für die neuen Clips, die wir uns gegönnt haben. Kamera jetzt mal schön sicher hier am Rucksack. Kann ich immer schön switchen zwischen Foto und Video. Bam, bam. Let's go. Wir gehen jetzt, glaube ich, ins Gym. Reebok. Reebok Miami CrossFit. CrossFit Miami Reebok. Irgendwie so. Alter, Oskar, schnittig, ey. Schnittig. Ja, muss. Muss. Einfach original vor einem Jahr exakt das letzte Mal genau hier gestanden und noch ein Foto gemacht. Jetzt sind wir wieder hier. Könnte schlimmer sein. Schönes Training in der gleißenden Sonne, oder? Lecker. Oh, lecker. Das ist Rich Froning, Alter. So, was machen wir denn eigentlich? Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist draußen liften unter der Palme. Von da, es gibt richtig nice Bilder. Einfach geil aus, ja. Machen wir, oder? Bleib mal genauso stehen. Guck mal, selbst Daumentapen sieht geil aus. Mach mal. Max, wo ist hier der Anfang? Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung, was die Lurche machen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen benchen und Bizeps. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen, aber ich tape mir trotzdem mal die Daumen. Ich mir auch fürs Benchen. Das ist ja wirklich... Oh. Das ist einfach nur falsch. Jetzt mal hier Schluss mit lustig, jetzt immer ein bisschen geballert. Halten wir mal drauf. Höher müssen wir gehen, wir müssen denen hier schon Angst machen, ne? Das waren jetzt auch noch die 93 Kilo, oder? 225. Hey, okay. Aber ich zuhöre. Also, ich arbeite hier mit keinen Profis zusammen, ne? Wir fliegen hier nach Miami, ne? So, Luki, komm, dann mach auch mal die 100. Mach auch mal die 100. Deswegen sind wir wieder wie bei YouTube. Jetzt habe ich nicht gesehen. Mann, du musst dir, das war ein Spaß. Ich weiß doch, dass es jetzt schwer wird. Das wird bei mir sogar ein PR, weil ich habe. Warum hast du es nicht gesnatcht? Habe ich mich jetzt nicht für aufgewärmt. Also. Aber kann ich gleich, mache ich gleich. Mensch, Spaß, Luki. 100. Ja? Ja klar, was denkst du denn, dass ich ein Vollidiot für einen Lappen bin, Alter? Ist das schon wirklich 100? Ja. Ab und zu mal. Na komm, Oskar. Bei Oskar muss ich die Helligkeit noch ein bisschen runterdrehen. Ausstoßen ist dann auch nicht mehr, oder was ist denn hier los mit euch? Ich musste nur squatten, also okay, dann lass ich passt schon. Was macht der, was sagt der Körper nach der Reise gestern? Langsam wird es besser. Also am Anfang bin ich erstmal ein bisschen entrosten, aber jetzt gerade fühlt es gut an. Hast du dir noch irgendein Workout an vom Waterpalooza, oder? Nee, aber wir haben gerade noch eins gesehen und jetzt überlegen wir gerade, wer was macht. Aber es ist eigentlich ziemlich klar, weil ich sage, wer was macht und dann machen wir es so. Ah! Viel gibt's gar nicht zu sagen. Ui. Will jetzt noch was phrasen? Was machen wir dann heute noch? Strand? Nee, jetzt noch ein bisschen anbräunen. Ein bisschen anbräunen, ja. So. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Wer hat's gesagt? Manuelsen. Jawohl. Willst du auch noch Wasser oder wer wollte? Nee, danke. Da jemand noch dein Glas. Ich bleib bei meiner Zuckerbrühe. Jungs, guten Appetit. Oder? Danke. Für mich gibt's, ich mach Dings hier. Keto. Da kann ich nochmal den Liter Öl bitte trinken? Ach, Portion für 40 Euro, das ist okay. Ganz kurz, wollen wir noch zum Strand? Wenn ja, wo lang geht's denn? Alter, so lässt sich's leben, oder? Ja, Mann, voll. Ja, gerade mal kurz ein bisschen Strand genossen.
die Tage hier, bevor es nur noch CrossFit gibt. Sag mal ehrlich, ey. Schon Bock zu competen hier? Ist ja, also kriege ich ja jetzt langsam auch ein Gefühl dafür, wie geil das dann wirklich als Festival auch ist, ne? Ja, also ich glaube, es ist halt so eine Mischung aus beiden, weil ich habe halt diesen ganzen Stress nicht drumherum. Das ist auch mal ganz entspannt, ne? Ja, ja, weil das muss man jetzt ja auch mal sagen. Also man macht sich, selbst wenn man schon mal bei so Wettkämpfen war, man macht sich dann ja doch immer noch mal so ein bisschen in der Hose und hat so ein bisschen flauen Magen und dann kriegt man nichts zu essen runter. Wenn du dann hier bist, dann ich kann mir die ganze Zeit einen vollfressen, das ist scheißegal. Weißt du, und ich wink dazu, kipp mir 3 Bier rein, ja, geht's mir gut. Wo finden wir den Wattstore hier? Dieses Jahr leider noch nicht. Aber nächstes Jahr vielleicht Lift Heavy. Ach cool. Dann sag Bescheid, ich helfe am Stand. Danke dir. Das dachte ich mir schon. Da sehe ich mich, ey. Ja, wieder interessant zu sehen, welche Vendor hier sind. Ein paar verkaufen wir uns bei unserem Wattstore. Letztes Jahr haben wir hier sehr gute Kontakte auch gemacht. Aber auch die Leute zum Beispiel von Pixel, Victory, Bergkomplex und so, hier auch mal kennenzulernen, mit denen man sonst ja nur schreibt, weil es so oft nicht vorkommt, dass man sich bei einem Event über den Weg läuft. Luki, mach doch mal einen Ring-Muzzle-Up. Ob ich dieses Jahr auch wieder schaffe, mich reinzumogeln? Mit Sicherheit. Ich hoffe doch, ey, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Hinkriegen. Guck mal, die haben Benchen. Ah, ist wirklich Bench oder was? Ja, Bench. Ne? Nein. Safe, doch. Ein Workout ist Dumbbell-Bench. Geil. Denkst du das oder weiß ich? Ich weiß das. Das wird ein richtig geiles Wochenende. Ja, wie sagt man so schön, never change a running system. Chipotle. Aber wir gehen da nur hin, weil du da noch nicht warst gestern. Ja, das ist Pflicht. Ich kann übrigens vermelden, es macht Magenschmerzen, wenn ich es mal so sagen darf. Juhu! Gude! Gude. Ja. Auf ein neues, auf einen Chipotle-Marathon würde ich sagen diese Woche, oder? Nachtisch muss sein, oder Jungs? Was hast du für dein Eis bezahlt, bitte? Was denkt ihr? Leute, ihr könnt es jetzt einmal in die Kommentare schreiben und jetzt sagst du es bitte. $13. Oh, der kleine Becher hier hat $10. Wir müssen jetzt übrigens ein GoFundMe starten, ja, weil wir uns Nachtisch gekauft haben. So, Jungs. Achtung. Warte, jetzt muss ich gleich gucken. Genau so, wenn ihr ein Event-Win habt. Habt ihr das verstanden? Guck. Genau so. So, Lugi, du hast das letzte Wort. Was bestellst du denn jetzt noch Schönes? Miami Heat-Tickets gegen die Bucks. Gucken wir mal. Aber schön VIP-Loge, weil ich möchte am Feld sitzen. Und ich würde mit Tape bewerfen. Ja, Fiebig hat gesagt, er will auch 2 Tickets. Und dann sagen wir ihm einfach, die Sache war ein bisschen teurer. Hey, gib mir das Geld. Grüße gehen raus. Hat Wotzler da nicht so eine eigene Loge? Ja, ich glaube auch. Ich denke nicht.